Tja, auf dem Weg zum Grenzbach. Das scheint jetzt hier zu sein. Interessant. Immer dem gelben Liedschild nach. Da habe ich einen Ersatzakku voll. Bin das Fockenbachtal hochgefahren. Da habe ich ungefähr schon 50% Akku verbraten. Jetzt geht es ja bergunter. Über Krunkel und Hümmerich und Hümmerich in den Wald. Und jetzt auf diesem Weg mit dem gelben Schild Wied. Hier rechts rum. Und hier geht's weiter. Der Westerwald, der hat immer wieder neue Wege. Es ist ein Traum. Ja, da ist ein kleiner Bach. Und da ist das. Zeichen, dem ich hinterher fahre, was garantiert zur Wied führen wird. Ja. Dann folgen wir der Bächlein. Wir fahren weiter hier runter, aber was ist da?
Hallo. Schön, ob wir da immer weiter auf den Hals gehen. Große Forellenteiche. Wo sind wir jetzt? An dem See hier. Naja, ich habe immer noch einen halbvollen Akku. Das kann sein, dass ich den Ersatzakku gar nicht brauche. Ja, hier ist wieder die Öffnung aber zu. Das gelbe Zeichen da hoch. Okay. Interessant.
vermute mal. Oder? Nein, das ist falsch. Da hinten sehe ich etwas. Aber die Bäume sind sehr kaputt vom Borkenkäfer, diese braunen Wälder. Schönes Plätzchen ist, und hier geht's dann rein. Interessant. Ein schöner Weg. Hotel Heidehof. Ah, kräftig, kräftig.
ein neuer Weg. Dann fahren wir von hier aus auf Neustadt wieder. Okay. Ich mal ein bisschen Gelände. Super. Immer neu, super. Weiter. Ja, den mal. Ja. Das wäre so. Okay. Das ist eine Freude.
toller Weg. Tja, jetzt sind wir schon im Wiedtal wieder. Ich nehme an, das ist Peters Rad. Schöne Kirche. Geht's jetzt auf die alte Bahnstrecke? Kommt ein Tunnel. Mit Beleuchtung.
So, und hier sieht man mal die alte Brücke. Tja, man sprach davon, dass man das schon gerne wieder aktiviert, diese alte Bahnverbindung zum Fahrradweg. Teilweise ist es ja, aber teilweise noch nicht. Jetzt die alte Bahnstrecke ist, da musst du nur Brücken bauen, die ja leider gesprengt wurden. Das nennt sich die Schweiz Massivfelsen.